Hallöchen, willkommen zurück bei City Skylines und willkommen zurück in meiner Stadt. Und willkommen zurück zu einer Stadt, die Minus macht. Liegt es vielleicht daran, dass es Nacht ist? Kann das da was mit zu tun haben? What's the deal? I don't know. Es wird aber wieder weniger schon wieder. Okay, ich werde einfach mal ein bisschen weiterbauen, damit wir ein paar mehr Einnahmen generieren. Was ich machen möchte noch ist... Oh Gott, ich brauche Wasser. Nö. Ach so. Ja. Nicht weit genug gebaut. Das ist das Problem. So, ich wollte hier nochmal die Straße ein bisschen weiter bauen. Und zwar, ups. Zum einen die nochmal so ein bisschen hier weiter nach hinten. Und dann hätte ich gerne noch eine, die so runterläuft. Und zwar hier. Eigentlich am liebsten so, aber da ist jetzt ein Bahnbrückenpfeiler im Weg. Mist. Wie kommen wir denn da durch? Okay, können wir so durch. Ja gut, dann müssen wir halt so durch. Dann lass uns das so ein bisschen bauen. So hier runter noch. Viel weiter würde ich jetzt nicht. Ich würde allerdings hier am liebsten unter der... Straße noch durch. Irgendwas hat gedüngt. Da ist jetzt Strom im Weg. Gut, das kriege ich hin. Das kriegen wir hin. Das nicht? So, jetzt geht's. Gut. Sieht scheiße aus, aber na gut. Und ich hatte mir gedacht, was man nämlich hier noch hinbauen könnte. Also zum einen natürlich wieder, wie immer, ne? Kenze. Abel weg. Und dann dachte ich mir, hier unten könnte man vielleicht noch eins von diesen einzigartigen Gebäuden hinbauen. Und zwar das Aquarium. Wo ist es jetzt? Oh, jedes Mal muss ich hier suchen. Da. Nee. Ist es. So in die Nähe vom Wasser macht sich das doch ganz gut. Ich krieg's noch nicht hingebaut. Okay, Slope too steep. Wie sieht es denn hier aus mit Slope? Okay, dann lass uns hier hingehen. Und lass uns einfach hier so ein bisschen... terraformen. Und jetzt müsste es doch hinpassen. Ja. Cool. Strom hat es noch keinen, aber das ist ja hier jetzt wirklich kein Problem. Jetzt haben wir uns wieder Plus und es ist immer noch Nacht. Ich weiß nicht, was das ist. So gut, aber bevor ich jetzt hier mein Wohngebiet komplett fertig mache. Muss mal gucken, wie das bei Tag aussieht dann. Bevor ich das komplett fertig mache, würde ich jetzt wirklich mal hier auf die Kommerz- und Industriegedöns eingehen.
Ich hatte ja gesagt, diese Gebiete will ich eigentlich Wohngebiete zu Wohngebieten machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier ein Kommerzgebiet bauen. Und weil wir gerade bei den einzigartigen Gebäuden sind, würde ich hier vielleicht auch noch mal eins reinbauen. Und zwar Grand Library nicht. Den Zoo hätte ich ganz gerne. Dann ist das nämlich sozusagen der Stadtzoo und etwas weiter draußen werde ich dann den großen Zoo machen mit Parklife. Aber ich brauche diesen ja auch für meine, damit ich alle Gebäude habe. Brauche ich das ja sowieso. Deswegen. Einmal so bitte. Einmal so ohne Ampel. Einmal alles ohne Ampel. Jo, was ich auch noch vergessen habe, ist natürlich... Okay, da unten hat es schon Wasser, das ist gut. Und hier können wir vielleicht auch einfach so im 90-Grad-Winkel... Stopp! Strom brauchst du natürlich auch noch, aber das kriegen wir nachher. Da würde ich jetzt nicht... Da würde ich jetzt erstmal hier das Gebiet mit Straße ausbauen. Komm, lass uns hier drumrum eine Straße bauen. So. Dann sollten wir hier auf jeden Fall auch noch eine U-Bahn-Station bauen. Ich würde sagen, gegenüber macht sich eigentlich am besten. Gucken wir die noch anschließen. Müssen wir mal schauen. Und dann können wir jetzt eigentlich so das Gebiet fertig machen. Vielleicht so von hier ab eine Straße, so... Ja, lass uns mal ein bisschen kurvig machen wieder. Einmal so. Und vielleicht jetzt nochmal. So, dann haben wir da genug. Den Platz ausgenutzt. Hier unten nochmal ein bisschen gerade, würde ich sagen. Vielleicht. Einmal so. Jetzt haben wir nur einen Anschluss, das reicht natürlich nicht. Ich würde fast sagen, dass wir hier noch einen machen. Und hier hinten auch noch einen. So. Dann gucken wir mal wieder nach Krankenwagen, beziehungsweise das ist ja jetzt hier Krematorium. Da bauen wir noch eins hin. Feuerwehr brauchen wir auch noch. Da brauchen wir mal eine kleine jetzt. Wir haben ja hier in dem Gebiet schon eine große, also auf der Seite. Vielleicht direkt gegenüber vom Zoo, falls es bei den Tieren brennt. Und... Polizei auch gegenüber. So, dann brauchen wir noch ein paar Parks und Plazas, beziehungsweise jetzt eher noch Plazas. So.
Das müsste reichen. Wasser noch für das ganze Gebiet, bitte? So, und Strom raus noch, aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht direkt, da würde ich mal gucken. Ja, ich werde hier nicht an die große Straße bauen, das heißt, ich kann mir das eigentlich von hier schnappen. Muss mal überlegen. Vielleicht sogar am besten direkt hier rüber, ne? Warum eigentlich nicht? So, und dann lass uns auch direkt hier vorne... Oh, es ist Tag. Lass uns auch direkt hier vorne anfangen mit dem... Das ist jetzt zu viel. Okay, dann hier. Hier, hier. So, so. Und hier hinten muss ich mal gucken. Was wohl machen wir denn? So vielleicht erstmal. Beziehungsweise diese beiden Knöpsis hängen ja noch hier an der Straße dran. Ja, baut, baut, meine Freunde, baut. Genau, das Ganze ist natürlich auch noch ein District, dessen Namen ich noch nicht kenne. Der Myrtle District hatten wir doch schon. Da. Okay, pass auf. Sunnyside District, okay. Das ist gut. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. So, da unten haben wir noch ein Wasserproblem. Korrekt. Und jetzt gucke ich mal hier unser Gebiet, unser neues Gebiet an im Sonnenlicht. Ja, das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Hier könnte man dann nochmal um diese Schlucht quasi drumherum noch so ein paar Bäume pflanzen. Und hier unten auch ein paar, aber vielleicht mal ein paar andere. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut, dass hier keine Arbeit haben oder was auch immer ein Problem war. Gefällt mir nicht so gut. So, was ich jetzt gerne machen würde. Ganz kurz schauen, wie es hier aussieht. Wie habe ich. Okay. Würde ich ganz gerne noch einen Fußweg drüber bauen. Vielleicht kann man den hier so. Na. Ab hier so. Nach oben. Slope too steep. Verdammt, okay. Dann vielleicht nach unten. Und dann können wir so ein bisschen schräg gehen. Okay, Space already occupied. Alles klar. Nee. Oben anfangen. Und runter gehen. Und einmal unten durch und wieder hoch, bitte. Genau, und das Ganze machen wir hier drüben auch nochmal.
So, und hier müssen wir tatsächlich auch nochmal gucken nach Parks. Wir sind nämlich gar nicht so glücklich. Das Stadion macht nicht so wirklich glücklich. Da würde ich jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen gucken. Was haben wir hier? Small Park, der ist gar nicht so small. Small Playground, den können wir vielleicht noch so hier hinbauen. Dahin. Und auf der anderen Seite machen wir auch einen. Machen wir auch einfach einen, oder? So. Also richtig glücklich sind die noch nicht. Vielleicht kann man auch so einen japanischen Garten hier an die große Straße machen. So hierhin vielleicht. Und so ein Ding noch hierhin. Ohne was abzureißen, bitte. Geht nicht. Okay, dann lassen wir's. Ich glaube, das reicht jetzt. Ja, das reicht jetzt. Es ist schon wieder dunkel. So, den Rest können wir dann eigentlich auch noch mit Wohngebieten ausfüllen. Da müssen wir nochmal genau gucken, wie wir das machen. Da brauchen wir da wahrscheinlich noch ein paar Sträßchen. Vielleicht können wir die gerade schon mal verlegen. Sunnyside, geht's gut? Jo, ach, warte mal. Bevor wir hier weitermachen, würde ich gerne noch die U-Bahn anschließen. Gut, die, nee, warte mal, die kommt hier. Okay, dann sollten wir vielleicht einfach eine neue Linie machen für... für hier oben. Also das war einfach von hier dann. Oder von hier so. Einmal so. Und dann einfach... zack. 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 Genau. Das ist dann die U7, wenn ich das richtig sehe. U7. Machen wir wieder irgendeine abgefahrene Farbe. So. Und es ist schon wieder Nacht. Plus 10.000 sind es jetzt wieder. Oh, wir sind knapp unter dem Dings hier. Ich baue mal schnell. Ich will das jetzt erreichen. Das wäre super. Das wäre super. Aber sagt's keinem. Okay, ich will auf jeden Fall... ja, so von hier eigentlich. Will ich runtergehen. Und zwar bis hier. Und dann so. Und so. Und hier vielleicht hoch. Ja, das ist gut. So, hier oben muss ich mal gucken. Da hinten ist wahrscheinlich eh verloren, oder? Obwohl, wir können einfach von... na, wir können einfach... ja, wir machen einfach hier so eine Straße durch. Die schließen wir da an, genau wie die. Und dann können wir von hier aus nochmal so runtergehen. Und bevor ich jetzt lang snacken tue, kommen wir direkt... na, lass uns mal direkt hier bauen. Komm, ich will die 70.000 jetzt haben. Ich will die jetzt knacken. Die Mucke ist teilweise ganz geil eigentlich, ne? So, warum zieht es keiner ein? Warum ziehen die Leute aus? Yes! Geil! Alle Flächen, hör mal jetzt. Und Monumente, was auch immer das heißt. Und den Airport können wir bauen. Unique Buildings. Ja. Monuments. Fusion Power Plant. Hadron Collider. Oh, wie geil. Space Elevator. Eden Project. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Unique Buildings bauen. Oder was auch immer das ist, was wir hierfür brauchen. Castle of Lord Chirpwick, okay. Cool. Cool, cool, cool. Das freut mich wirklich. Dann kann ich auf jeden Fall schon mal eine Sache machen. Ich
Ich kann mal gucken, wie viel kosten die denn? 31.000 und ich habe... Ja, guck mal, ich purchase einfach mal ein paar. Sind wenn immer teurer? Nö, bleiben sie bei 30.000. Hahaha, die ganze Karte gehört mir. Gut, hier unten ist jetzt nur See, da brauche ich jetzt nicht unbedingt was kaufen, aber hier oben. Okay, jetzt weiß ich auch, dass ich hier tatsächlich fertig bin schon. Da ist wirklich die... Bin ich am... Am Ende der Karte. Und hier auch. Okay, dann weiß ich so ein bisschen... Ja komm, dann kaufe ich das jetzt auch gerade noch. Ist ja wurscht. Dann haben wir alle 25 Teile. Und können die bespielen. Ja, das ist super. Das ist toll. Okay, aber hier hört es wirklich auf. Also da müssen wir hier in den Flughafen noch reinquetschen und einen Anschluss machen. Und dann ist hier wirklich das Ende Gelände sozusagen. Das passt mal ganz gut. Dann ist hier nämlich das Stadion. Dann würde ich vielleicht noch hier so ein, zwei Gebiete mit niedrigen Häusern bauen noch. Und dann ist das gut. Cool. Coole Sache. Okay. Dann haben wir hier einen großen, großen Meilenstein erreicht. Bin ich sehr glücklich drüber. Und dann können wir uns jetzt wirklich, können wir jetzt völlig frei bauen. Wir müssen nur ein bisschen auf das Budget achten. Das geht immer hoch und runter. Ich weiß nicht genau, was das zu tun, was das. Ah, ich sehe gerade, es sind auch nur noch 8,5 Grad. Vielleicht sollte ich mal mich um Heizung kümmern. Vielleicht wird das auch mal was, was wir machen könnten. Okay. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge und macht's gut. Tschüss.